Ja, ein wunderschönes Lied, finde ich, was wir gerade vielleicht mitgesungen haben, was übrigens auch ganz, ganz viele Antworten auf die Frage, um die es heute Morgen geht, ganz viele Antworten gibt, wenn man aufmerksam eben zugehört und mitgesungen, mitgedacht hat. Dein Licht scheine durch mich, Gott wird geehrt, wird geheiligt, Stichwort für immer, Stichwort Himmel, sind einige Punkte, die heute auch in meiner Predigt vorkommen, die eigentlich ein Vortrag ist im Rahmen unseres Glaubenskurses Christsein entdecken, den wir gerade zurzeit durchführen. Und das ist jetzt Lektion 7, die Frage, die wirklich wichtige Frage, was ist ein Christ, die wir heute ganz bewusst in unseren Gottesdienst mit reingenommen haben. Wird ein Tick länger, aber ich hoffe, nicht uninteressant und langweilig. In einem Kindergottesdienst soll ein kleiner Junge ein Bild von Maria, Josef und dem Jesuskind malen, wie sie nach Ägypten fliehen. Der Sonntagsschullehrer hatte ihnen von der Geschichte aus Matthäus 2 erzählt, wo ja ein Engel Josef im Traum erschienen war und ihm die Anweisung gibt, mit seiner Familie vor dem mordenden König Herodes zu fliehen, was sie dann ja auch tun. Der kleine Junge malt mit aller Sorgfalt ein Bild von einem riesigen Flugzeug. Und als der Lehrer ihn fragt, was das sein soll, sagt er, dass das die Szene ist, wo Maria, Josef und das Jesuskind nach Ägypten fliehen. Er zeigt auf Josef, Maria und das Jesuskind, die fröhlich auf den Passagiersitzen sitzen. Aber wer ist denn das, fragt der Lehrer und zeigt auf eine undeutliche Figur im Cockpit. Der kleine Junge, den die ganzen Fragen allmählich langweilen, sagt, das ist Pontius Pilatus. Ja, nicht nur Fünfjährige missverstehen, worum es im Christentum geht und verwechseln da vielleicht auch das eine oder andere. Wir wollen heute anhand von Markus Kapitel 8 über die Grundlagen des Christentums nachdenken und eben diese Frage bedenken, was ist ein Christ eigentlich? Und wir werden in diesem Kapitel drei Dinge erkennen. Einmal, wie Jesus erklärt, dass ein Christ jemand ist, der weiß, wer Jesus ist. Dann, der versteht, warum Jesus gekommen ist und schließlich, der bereit ist, ihm zu folgen, koste es, was es wolle. Und darauf möchte ich dann in diesen drei Punkten nach und nach eingehen. Also erstens, eine erste Antwort, ein Christ weiß, wer Jesus ist. Das ist ja eine ganz entscheidend wichtige Frage, wer ist Jesus? Und es gibt da tausende Antworten in unserer heutigen Welt. Und das Markus-Evangelium beantwortet diese Frage besonders intensiv in den ersten 8 Kapiteln. Und die, die im Glaubenskurs dabei sind, haben das schon vom ersten Vers an mitbekommen. Im allerersten Vers steht nämlich, dass das Evangelium die Botschaft ist von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das ist schon eine erste Antwort. Gleich im ersten Vers im Markus-Evangelium. Jesus ist der Sohn Gottes. Und an anderen Stellen sehen wir, das bedeutet, das ist gleichgestellt mit Gott selbst. Er gehört zu dem dreieinigen Gott dazu. Und dann wird auch in diesem Markus-Evangelium deutlich, im Laufe der Kapitel, dass die Jünger das noch nicht wirklich erkannt haben, wer Jesus wirklich ist. Die sind da immer ein bisschen schwer von Kapier, sie begreifen es nicht so richtig. Und Jesus zwingt sie quasi dazu, Fragen darüber zu stellen, wer Jesus ist. Ja, sie fragen Jesus eine ganze Menge, weil Jesus ganz erstaunliche Dinge tut. Sie erleben zum Beispiel einen ganz schlimmen Sturm, den Jesus mit einer Aussage, mit einem Wort stillt. Sie erleben, wie Jesus Menschen von unheilbaren Krankheiten heilt. Ja, wie Jesus sogar ein gestorbenes Mädchen vom Tod ins Leben zurückbringt. Und sie hören sogar davon, dass Jesus die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben.
Und dennoch, obwohl sie das alles miterleben, sehr intensiv miterleben, treffen sie daraus oder ziehen sie daraus nicht den offensichtlichen Schluss, dass Jesus Christus der verheißene Messias, der Gesalbte Gottes, der Sohn Gottes ist, von dem ja die ganze Bibel schon auch im Alten Testament ihn bezeugt und ihn als solchen verheißt. Ja, und die Jünger haben wie alle anderen Juden auch auf den Messias gewartet und trotzdem, obwohl sie jetzt mit dem Messias zusammenleben, ganz intensiv, jeden Tag, kapieren sie es noch nicht richtig. Ich möchte das mal mit einem Bild darstellen, diese sogenannten Zauberbilder. Vielleicht hast du dir auch schon mal so ein Bild angeschaut. Es sind Bilder, die etwas Bestimmtes abbilden. Und je nachdem, wie man es betrachtet, erkennt man es oder erkennt man es nicht oder erkennt was anderes oder erkennt zwei Dinge. Und ich habe mal das vielleicht berühmteste Bild mitgebracht. Ihr kennt es sicherlich. Ja, die Frage, was siehst du hier? Was seht ihr? Hm? Eine alte Frau? Eine alte Frau, eine junge Frau? Wer sieht beides? Wer sieht nur die Alte? Ja, man, je nachdem, wie man dieses Bild betrachtet, ne, wie man dieses Bild betrachtet, sieht man das eine oder das andere und manchmal ist es gar nicht so einfach, beides zu sehen. Ja. Es wäre vielleicht unter psychologischen Aspekten interessant, darüber nachzudenken, wenn jemand nur diese alte Frau sieht, was das bedeutet oder was es bedeutet, wenn jemand nur die junge Frau sieht. Auf jeden Fall zwei Gesichter, wenn man intensiv hinguckt, je nach Perspektive. Und auf ähnliche Weise, und darum geht es mir eigentlich, auf ähnliche Weise hatte auch Jesus zwei Gesichter. Man kann das so sagen, das Menschliche und das Göttliche. Und die Jünger haben ihn jahrelang angeschaut und konnten eine ganze Zeit lang erstmal nur Jesus als Menschen erkennen und das göttliche Gesicht von Jesus konnten sie noch nicht sehen. Und immer wieder lenkt jetzt Markus in seinem Evangelium unsere Aufmerksamkeit auf die Blindheit der Jünger, ne? Die Jesus nur erstmal als Menschen, vielleicht als besonderen Menschen erkennen, aber nicht als Gottes Sohn. Und Jesus ist genau darüber immer wieder ein Stück weit verärgert. Ja, und wir lesen in den Versen 17 und 18, wie Jesus seinem Ärger Ausdruck verleiht. Er sagt nämlich, er spricht seine Jünger an, versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nicht? Sind eure Herzen verschlossen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Ja, also das ist Jesu Reaktion. Und dann interessanterweise lesen wir als nächstes, und es hat einen tieferen Sinn, dass Jesus einen Blinden heilt, indem er ihm wieder sein Augenlicht gibt. Das finden wir in Markus 8, 22 bis 26. Ich lese mal die Verse. Als sie nach Bethsaida kamen, brachten die Leute einen Blinden zu Jesus. Sie baten ihn, den Mann zu berühren und ihn so zu heilen. Jesus nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn aus dem Dorf hinaus. Dann strich er etwas Speichel auf seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte, kannst du etwas sehen? Der Mann blickte auf. Ja, sagte er, ich sehe Menschen herumlaufen, aber ich kann sie nicht klar erkennen, es könnten genauso gut Bäume sein. Da legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf die Augen. Jetzt sah der Mann deutlich. Er war geheilt und konnte alles ganz genau erkennen. Aber Jesus befahl ihm, geh nicht erst in das Dorf zurück, sondern geh gleich nach Hause. Also dieses Wunder von Jesus ist in der Weise ziemlich einzigartig, denn es ist das einzige von Jesu Wundern, das allmählich geschieht. Allmählich eine Auswirkung hat. Ihr habt es ja gerade gehört, im ersten Schritt konnte der Mann nur undeutlich sehen und er sagte ja, die herumlaufenden Leute könnten noch Bäume sein, wobei ich mich natürlich frage, Bäume können die laufen? Ja, und dann legt Jesus nochmal seine Hände auf die Augen
Und erst dann, nach dem zweiten Mal, kann dieser Mann klar sehen. Und ich denke, das ist ein Bild auch für den Zustand der Jünger, die so erst ganz undeutlich erkennen, wer Jesus ist und eine Zeit lang brauchen, um dann ganz klar zu sehen, dass ihnen bildlich gesprochen Jesus die geistlichen Augen öffnet, ja, dass sie geistlich in der Lage sind zu erkennen, wer ist eigentlich Jesus wirklich. Also die Jünger waren eine ganze Zeit lang geistlich blind. Und erst nach und nach begreifen sie dann, wer dieser Jesus ist. Wir lesen dann weiter in Markus 8, 27 bis 29. Jesus und seine Jünger kamen nun in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er seine Jünger: Für wen halten mich die Leute eigentlich? Die Jünger erwiderten: Einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Manche dagegen halten dich für Elia und manche für einen anderen Propheten von früher. Und jetzt stellt Jesus die entscheidende Frage an seine Jünger: Und ihr, für wen haltet ihr mich? Wollte er wissen. Die überlegen und dann antwortete Petrus: Du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Und hier spricht also Petrus zum ersten Mal aus dieses Bekenntnis, das deutlich macht, jetzt hat er es scheinbar endlich begriffen. Vorher hat Jesus seine Jünger immer wieder getadelt: Erkennt ihr es nicht, versteht ihr nichts? Und jetzt dieses Bekenntnis, dieses entscheidende Bekenntnis, was einen Christen im ersten Schritt wirklich ausmacht: Du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Also für die Jünger ist dieses Bekenntnis ein ganz großer Schritt nach vorne. Endlich haben sie erkannt, dass Jesus wirklich der verheißene Messias ist, von dem das ganze Alte Testament Zeugnis ablegt, ihn ankündigt. Jetzt verstehen sie, ja, der Mann, mit dem wir hier jetzt schon eine ganze Zeit lang unterwegs sind, Tag für Tag, der ist es wirklich. Und diese Frage, die Jesus seinen Jüngern damals stellt, ist auch die Frage, die er uns heute Morgen stellt, die ganz wichtig ist. Wer ist Jesus für dich? Für wen hältst du Jesus? Kannst du das auch so von ganzem Herzen mit voller Überzeugung und Erkenntnis sagen? Wie Petrus: Du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Kannst du dieses göttliche Gesicht bei Jesus erkennen? Das ist der ganz erste entscheidende Schritt, den Petrus und den Jünger damals gemacht haben, bezüglich der Frage, was ist ein Christ? Sie haben verstanden, wer Jesus wirklich ist. Aber, und das ist wichtig, das ist der erste Schritt. Christsein ist noch mehr als nur zu begreifen und zu verstehen, Jesus ist der von Gott gesandte Retter. Die Antwort ist absolut korrekt, aber es muss noch mehr begriffen werden. Und deswegen zweitens: Ein Christ versteht, wozu Jesus gekommen ist. Ein Christ versteht, wozu Jesus gekommen ist. Das eine ist, wer ist Jesus? Das andere, wozu ist er eigentlich gekommen? Und in Markus 8,30 lesen wir erstmal etwas Merkwürdiges. Nämlich, da steht: Jesus schärfte seinen Jüngern ein, mit niemandem darüber zu reden. Also vorausgegangen war diese Erkenntnis und dieses Bekenntnis: Du bist wirklich der von Gott gesandte Retter. Und Jesus schärft ihnen ein: Behaltet das für euch. Redet mit niemandem drüber. Ist doch komisch, oder? Warum das? Wenn sie es erkannt haben, dann können sie doch jetzt gleich loslaufen und den Leuten das sagen. Jesus sagt: Nein, wartet noch ab. Nämlich, weil die Augen der Jünger erst halb geöffnet waren. Sie haben noch nicht das Volle erkannt. Sie haben zum Beispiel noch gar nicht erkannt, wozu ist eigentlich Jesus gekommen. Und wenn man dann so erst die Hälfte erkannt hat und drauf losrennt und mit Leuten spricht und dann kommen Rückfragen und man fängt an zu stottern und kann es nicht erklären, ja, das ist dann peinlich. Ne? Also Jesus sagt: Behaltet es mal für euch, ich möchte euch auch die Augen noch ganz öffnen.
Ja, euer Gesichtsfeld, euer Blick ist noch eingeschränkt. Es gibt noch mehr über mich zu vermitteln, nämlich genau über die Frage, wozu bin ich eigentlich gekommen? Wozu bin ich als der Sohn Gottes, als der verheißene Retter Mensch geworden? Und das beantwortet und erklärt Jesus dann in den Versen 31 und 32. Dann erklärte Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal, was ihm bevorstand. Das ist nämlich das, wozu er gekommen ist. Der Menschensohn muss viel leiden. Er wird von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten, verurteilt und getötet werden. Aber nach 3 Tagen wird er von den Toten auferstehen. Und dann lesen wir hier, so offen sprach Jesus von seinem Tod. Und jetzt passiert Folgendes. Da nahm ihn Petrus zur Seite, um ihn von diesem Gedanken abzubringen. Also erstmal die Feststellung, deshalb ist Jesus auf die Erde gekommen, schlicht, vielleicht erschreckend, er kam, um zu sterben. Er kam, um zu sterben. Nämlich, wie wir ja auch schon im Glaubenskurs immer wieder gehört haben an den Abenden, um für uns sündige Menschen zu sterben, um für uns den Preis, die Strafe für die Schuld des Menschen gegenüber dem heiligen Gott zu tragen, also um für uns an unserer Stelle den Preis zu bezahlen, damit wir ihn nicht zahlen müssen. Und Petrus, der nimmt ihn jetzt zur Seite, um ihn, wie wir gelesen haben, von diesem Gedanken abzubringen. Petrus hat, wie fast alle Juden damals, nur dieses Bild vor Augen. Der verheißene Messias, der kommt als König, der wird die Königsherrschaft übernehmen, der wird nicht elendig am Kreuz hängen, sondern herrlich auf dem Thron sitzen. Das war das Bild. Und das versucht er jetzt dem Jesus zu verklickern. Ja, wie in aller Welt kann ein König sein Reich durch seinen eigenen Tod erobern? Das ist doch lächerlich. Ja, also Petrus versucht, Jesus zu korrigieren. Und Jesus sagt ihm, mein lieber Petrus, du hast etwas völlig falsch verstanden. Wir lesen nämlich dann, aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus scharf zurecht. Und schärfer geht es jetzt gar nicht, als das, was Jesus sagt. Weg mit dir, Satan. Was du da sagst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich gedacht. Ja? Hier haben wir wieder den menschlichen Blick im Gegensatz zu dem göttlichen Blick. Die menschliche Perspektive im Gegensatz zur göttlichen Perspektive. Und Petrus wird mit Satan angesprochen von Jesus. Ne? Das ist menschlich, ja auch fast satanisch, dieser Gedanke, nein, du, Jesus, sollst bitte nicht sterben. Aber genau das ist der Weg der Rettung, dass Gott selbst für uns Menschen stirbt. Man kann es ja dem Petrus in gewisser Weise gar nicht verübeln, dass er so denkt, denn es gibt ja diese 2 Arten, das Kreuz zu betrachten, nämlich menschlich gedacht ist das Kreuz ein Zeichen der Schwäche, der Niederlage, des Scheiterns, ja. Wenn da einer, wie wir auch gehört haben in unserem Glaubenskurs und auch gerade jetzt, wenn wir von Ostern kommen, ich gepredigt habe, als Verbrecher brutalst am Kreuz hingerichtet wird, die Leute um das Kreuz herum und das ganze Volk, die da am Kreuz hängen, verhöhnen und verspotten, das ist doch ein Zeichen von Scheitern. So scheitern Verbrecher, die verurteilt worden sind, zum Tod verurteilt worden sind. Also menschlich gesehen ist das Kreuz und dieser Weg zum Kreuz ein Zeichen der Schwäche und des Scheiterns. Und wenn Jesus wirklich Gottes Sohn ist, und das ist dieses menschliche Denken, ja, dann kann er doch vom Kreuz herabsteigen. Und so wird es ihm ja auch zugerufen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herunter, zeig's uns, beweise es uns. Und Jesus macht's nicht. Aber aus Gottes Perspektive, göttlich gedacht, ist das Kreuz das Zeichen der Stärke, nämlich der Rettung, der einzigen Möglichkeit, wie sündige, verlorene Menschen gerettet werden können.
Also, dass Jesus es vorzieht, dort am Kreuz von Gott getrennt zu sein, damit wir Menschen, wenn wir das annehmen und glauben, nicht einmal von Gott in Ewigkeit getrennt sein müssen. Das ist die Bedeutung des Kreuzes. Also ein Tod, der nicht stärker sein kann, wo es keinen größeren Beweis der Liebe zu uns Menschen gibt, von Gottes Sicht aus, als durch diesen Tod am Kreuz. Am 13. Januar 1982, schon ein bisschen her, sahen in den USA Millionen Fernsehzuschauer live, wie ein Mann mittleren Alters mit Halbglatze im eiskalten Wasser eines Flusses in Washington schwamm. An diesem Tag waren 20 Zentimeter Neuschnee gefallen und das Wasser war so kalt, dass darin niemand länger als ein paar wenige Minuten überleben konnte. Ein Hubschrauber erreichte bald den Schauplatz und ließ ein Seil herunter, um den Mann in Sicherheit zu hieven. Die Zuschauer auf ihren Wohnzimmersofas staunten, als der Mann zweimal das Seil packte und es dann absichtlich wieder losließ. Jedes Mal, wenn das Seil zu ihm heruntergelassen wurde, hatte er die Chance zu überleben, doch er ließ absichtlich wieder los. Und vor den Augen von Millionen erstarrter Zuschauer starb der Mann schließlich. Es erschien wie ein vergeblicher, sinnloser Tod. Doch auch hier müssen wir das Gesamtbild sehen. 5 Minuten vorher hatte eine Boeing 737 mit 83 Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord von der Startbahn des Flughafens abgehoben. Doch das Eis, das sich auf den Flügeln gebildet hatte, als das Flugzeug das Signal zum Take-off erwartete, dieses Eis verhinderte, dass es ausreichend an Höhe gewinnen konnte. Und so krachte das Flugzeug auf eine vielbefahrene Brücke und stürzte mit der Nase voran in den von Eis bedeckten Potomac, dieser Fluss. Und zwischen den Eisbrocken, Trümmern, Gepäckstücken, Sitzkissen und dem ausgelaufenen Treibstoff kämpften die Überlebenden in dem eiskalten Fluss um ihr Leben. Ein Rettungshubschrauber traf ein und ließ ein Seil herunter. Die Fernsehkameras erfassten einen Mann mittleren Alters mit Halbglatze. Der Mann packte es und reichte es jemand anderem, der dann aus dem Wasser gezogen wurde. Dies geschah zweimal, bevor der Mann aus Erschöpfung ertrank. Das ist das Gesamtbild. Ja, und wenn wir die Einzelheiten vor uns haben, dann erweist sich auf einmal dieser ursprünglich scheinbar sinnlose Tod als etwas Zielgerichtetes, Mutiges und erstaunlich Liebevolles. Und ganz genau das ist die Bedeutung des Todes Jesu am Kreuz. Es ist etwas Zielgerichtetes, etwas Mutiges. Es ist eine liebevolle Rettungsaktion, die ganz bewusst, freiwillig, geplant, gewollt von Gott, von Jesus Christus für uns Menschen dort damals am Kreuz geschah. Es gibt also zwei Wege, das Kreuz zu betrachten. Aus menschlicher Perspektive ist es ein kläglicher, ein unnötiger Tod eines Menschen, der ja unschuldig war, der gar kein Verbrecher war. Aber aus Gottes Perspektive betrachtet, ist dieser Tod am Kreuz der einzig mögliche Weg zu unserer Rettung. Also, ein Christ versteht, wozu Jesus gekommen ist. Wer Jesus ist, wozu Jesus gekommen ist. Und nun gibt es noch eine dritte Antwort auf die Frage, was ist eigentlich ein Christ? Und das ist vielleicht noch das Allerherausforderndste von dem, was ich heute Morgen sagen werde. Nämlich, ein Christ ist bereit, Jesus nachzufolgen, koste es auch alles. Es reicht noch nicht, sagt Gottes Wort, dass wir erkennen und anerkennen, wer Jesus ist und wozu er auf die Erde gekommen ist, sondern
es kommt jetzt noch etwas dazu, was uns existenziell, unser Leben zutiefst betrifft. Wie die Jünger, so müssen auch wir begreifen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, weil er sagt nämlich, folgt mir nach. Erst dann habt ihr begriffen, was ein Christ ist, und erst dann seid ihr wirkliche Christen. Und das finden wir in Markus 8,34. Jesus rief seine Jünger und die Menschenmenge zu sich und sagte, wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Also nach Jesu Worten bedeutet ihm nachzufolgen zum einen Selbstverleugnung und ein Ruf zum Sterben. Das bedeutet nämlich das Kreuz auf sich nehmen. Und dann sagt Jesus, das werde ich gleich noch ausführen, auch noch einen ganz, ganz überzeugenden Grund, warum wir ihm folgen sollen und warum wir uns selbst verleugnen und unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Es sind also drei Aspekte hier von dem, was Jesus seinen Jüngern sagt. Das erste, Selbstverleugnung. Das bedeutet, Jesus das Steuer meines Lebens übergeben. Nicht mehr mein eigener Chef sein, nicht mehr alles selbst bestimmen und selbstbestimmt leben, nein, sondern Jesus das Steuer meines Lebens übergeben und ihn Chef sein lassen und ihn fragen, Jesus, was ist für mein Leben wichtig? Was willst du? Wie soll ich leben? Wie soll ich wichtige Entscheidungen treffen? Und so weiter und so fort. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen. Und das bedeutet, darf er nicht mehr nur für sich selbst leben. Wenn du dir jetzt unsicher bist, ob dir das wichtig ist und du das so machst, kannst du das ganz einfach feststellen, wenn ich dir eine Frage stelle. Nämlich die Frage, wer hat das Recht, dir zu sagen, wie du dein Leben führen sollst? Und mit Sicherheit ist bei vielen von uns erstmal so der erste instinktive Gedanke oder die erste Reaktion, überhaupt keiner, mir hat keiner das Recht reinzusprechen. Ja? Ich bestimme, wie ich leben will. Ja? Das ist so das Denken ja, der Menschen heute. Ich alleine entscheide, was für mich gut ist und wie ich leben will. Nein, als Christ gilt es nicht mehr. Als Christ gehören wir Gott, gehören wir Jesus, und Jesus ist der Chef und er gibt die Richtung vor. Wir sollen bereit sein, uns selbst zu verleugnen. Und das schließt ein, Buße zu tun, umzukehren, wenn wir Jesus nachfolgen, nicht mehr den eigenen Weg, die eigene Richtung zu gehen, sondern die Richtung zu gehen, die Jesus vorgibt. Und bei dem Wort Buße, da erhebt sich bei uns auch innerlich viel Widerspruch, das hört man nicht gerne. Aber Buße bedeutet wörtlich eigentlich Richtungsänderung. Ich soll meine Richtung ändern, da wo ich eigene Wege bisher gegangen bin in meinem Leben und jetzt Christ geworden bin oder Christ werde und Jesus nachfolge, soll ich jetzt die Richtung einschlagen, die Jesus vorangeht, ihm nachfolgen. Das heißt, er geht voran, er gibt die Richtung an und ich werde bereit, diese Richtung von Jesus zu akzeptieren und danach zu leben. Es ist eine kurze Anweisung Jesu mit einer riesengroßen Auswirkung, denn es betrifft mein ganzes Leben. Es betrifft die Frage, wofür ich meine ganze Zeit verwende, wofür ich mein ganzes Geld ausgebe, wie ich meine Arbeit anpacke, wie ich meine Sexualität lebe, wie ich mich innerhalb meiner Familie Ehe verhalte und. Es betrifft alle meine Lebensbereiche, wenn ich Jesus nachfolge und wenn ich einen Richtungswechsel vornehme und Jesus der Chef meines Lebens wird. Aber es geht natürlich hier noch weiter. Es ist nicht nur Selbstverleugnung, sondern Jesus sagt, sei auch bereit, dein Kreuz auf dich zu nehmen. Und das ist eigentlich übersetzt
und das klingt gar nicht gut, der Ruf zum Sterben. Ja? Sei notfalls bereit zu sterben. Das bedeutet, nimm dein Kreuz auf mich. Jesus geht ja hier, als er das seinen Jüngern sagt, gerade auf das Kreuz zu. Er hat seinen eigenen Tod am Kreuz vor Augen. Und er sagt nun seinen Jüngern, wenn ihr mir nachfolgt, kann das bedeuten, dass es euch genauso ergehen wird wie mir. Seid bereit, auch euer Kreuz auf euch zu nehmen. Ja, das ist fast eine Warnung, könnte man denken, an Jesu potenzielle Nachfolger, dass sie auch diese Bereitschaft haben sollen, auf dieses Kreuz zuzugehen. Ja, es ist natürlich heute sehr unwahrscheinlich, dass wir das Gleiche wie Jesus erleben werden, dass wir gekreuzigt werden. Davon gehen wir mal nicht aus. Aber dieser Gedanke, der Ruf zum Sterben, die Bereitschaft für Jesus mein Leben zu lassen, das ist schon heftig. Und übrigens auch in unserer Zeit ein Thema für ganz, ganz viele Christen in anderen Teilen unserer Welt. Täglich sterben auf unserem Planeten Nachfolger Jesu, Christen, wegen ihres Glaubens an Jesus Christus. Und Jesus sagt hier im Grunde, wenn du mir nachfolgst, wenn du wirklich Christ sein willst und als Christ leben willst, kann das bedeuten, könnte es bedeuten, in irgendeiner Form den Märtyrertod zu erleiden. Das ist das, was Jesus hier sagt. Gebt euch ganz hin, was diese Bereitschaft zum Märtyrertod einschließt. Jesus sagt quasi, sagt dir heute, ich werde für dich sterben, aber du musst auch bereit sein, für mich zu sterben, wenn du mir nachfolgen willst. Ein Ruf zu sterben. Ganz schön heftig, ne? In den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts stellte der Polarforscher Ernest Shackleton, hab mal hier ein Bild von ihm, in mehrere Londoner Zeitungen eine Anzeige. Also er war Polarforscher und er schaltete Anzeigen, weil er suchte Leute, die ihn auf seinen Polarforschungen begleiten. Also Männer, die bereit sind, auf seine Expedition mitzukommen. Und in der Anzeige stand Folgendes. Männer für riskante Reise gesucht. Geringer Lohn, große Kälte, lange Monate in absoluter Dunkelheit, permanente Gefahr, sichere Rückkehr unsicher. Ja. Nach Marketing-Gesichtspunkten weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Das Ergebnis war, es gab sehr wenige Bewerbungen. Ja. Jesus ruft uns zu, ruft Menschen zu, kommt und seid bereit zu sterben. Tja. Auch hier global betrachtet, wenn wir an die Bergpredigt denken, sagt Jesus einmal, wenige sind bereit, diesen schmalen Weg zu gehen. Also Jesus sagt hier nicht, dass jeder sterben wird und sterben muss. Zum Glück sagt er es nicht. Aber er sagt, wenn du mir nachfolgen willst, wenn du Christ sein willst, dann heißt es zumindest, dass du wahrscheinlich auch in welcher Stärke und Form auch immer Leid erfahren wirst. Es kann dir passieren, dass du ausgegrenzt wirst, dass du isoliert wirst, dass du missverstanden wirst. Warum? Weil vielleicht Freunde, Familienmitglieder, Arbeitskollegen und andere Menschen, mit denen du zu tun hast, nicht deine Glaubensüberzeugung teilen und das, was du glaubst und das, was das für Konsequenzen eigentlich hat für Menschen, wenn sie das glauben wollen, als äußerst unangenehm und anstößig empfinden und ablehnend sind. Und genau das habe ich zumindest immer wieder auch in meinem Leben erfahren müssen. Dass Christsein, Nachfolge Jesu, wenn man es konsequent betreibt, diese Ablehnung auch zur Folge hat. Habe ich auch in meiner eigenen Herkunftsfamilie sehr deutlich erfahren müssen.
Und wenn wir daran denken, wenn wir noch den Mut haben heute, den Absolutheitsanspruch Jesu Christi zu vertreten, nämlich ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zu Gott dem Vater als alleine durch mich, auch dann werden wir heute in unserer Welt, auch in unserem sogenannten christlichen Abendland, auf erheblichen Widerstand stoßen. Das ist Fakt. Ja, wir haben gesehen, ein Christ ist nicht bloß jemand, der klar erkennt, wer Jesus ist und warum Jesus auf die Erde gekommen ist. Ein Christ ist jemand, der auch bereit ist, ihm nachzufolgen, koste es, was es wolle, koste es mein eigenes Leben. Es will also sehr wohl und gründlich überlegt sein, ob ich unter diesen Voraussetzungen wirklich Christ sein will. Jesus spricht es so deutlich aus. Ich möchte zum Schluss noch sagen, es gibt einen überzeugenden Grund, warum es sich wirklich lohnt. Trotz Widerstände, die wir zu erwarten haben, oder vielleicht noch Schlimmeres, warum es sich wirklich lohnt, an Jesus zu glauben, Christ zu sein und Jesus mein Leben anzuvertrauen. Und das ist ein überzeugender Grund, nämlich wenn wir nochmal dieses Bild von der Perspektive, menschlich und göttlich gesehen, irdisch und himmlisch betrachtet, wenn wir von dieser irdischen Perspektive, die ja gar nicht so toll ist, ne, wenn wir als Christen mit Widerstand zu rechnen haben oder noch mit Schlimmerem, wenn wir diese Perspektive wechseln hin zur himmlischen Perspektive, dann gibt es wirklich einen überzeugenden Grund, warum es sich dennoch lohnt. Jesus sagt hier in Markus 8, 35 bis 37, denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Also wer sich an das Irdische klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich und für Gottes rettende Botschaft aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst aber dabei seine Seele verliert? Er kann sie ja nicht wieder zurückkaufen. Also wir neigen ja, und das ist ja normal, das gehört zum Leben dazu, wir leben in unserem irdischen Körper, in dieser irdischen Welt und wir neigen dazu, dass wir natürlich das Irdische immer als ganz besonders wichtig und als das Wichtigste sehen. Aber Jesus sagt hier, nein, eigentlich ist diese himmlische Perspektive das, was einmal ewig sein wird, im Vergleich zu diesem Irdischen viel, viel wichtiger. Ja, und das Irdische, was so schnell vorbei ist und wo wir so viel rein investieren, ist so viel geringer im Vergleich zu diesem Himmlischen. Und Jesus wendet den Blick der Jünger weg von dem Gegenwärtigen, von dem Irdischen hin zu dem Zukünftigen, zu dem Himmlischen, damit sie erkennen, dass es sich sogar lohnt, sein Leben zu verlieren für Jesus hier in dieser irdischen Welt, um dann dieses ewige Leben in der himmlischen Welt, in der himmlischen, unbeschreiblichen Herrlichkeit Gottes im Himmel zu gewinnen. Ja? Also das ist der überzeugende Grund. Es lohnt sich. Es lohnt sich, auch wenn wir hier ganz Schlimmes wegen unseres Glaubens durchmachen müssten. Das hier ist nicht das Ende, sondern es geht weiter. Und das ist das entscheidend Wichtige beim Christsein, dass wir nicht hier so in dem Irdischen verhaftet sind, sondern dass wir immer wieder dieses große Himmlische, diese große Zukunft vor Augen haben, diese Hoffnung vor Augen haben, von der ja Paulus im Neuen Testament so viel schreibt, ja, dass diese Hoffnung Menschen Kraft gibt, das schlimmste Leid zu durchstehen, dass diese ewige Hoffnung alles Leid der Welt wert ist und dass es entscheidend wichtig ist, das Ziel zu erreichen, ja? Durchzuhalten, dabei zu bleiben, nicht aufzugeben. Davon trieft das ganze Neue Testament, von der Wichtigkeit unserer himmlischen Zukunft. Jesus wird nicht nur der Retter sein, sondern auch der Richter.
Und der Richter, er sagt hier am Ende von Markus 8 Folgendes: Wer sich nämlich vor dieser gottlosen und sündigen Generation schämt, sich zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, zu dem wird sich auch der Menschensohn nicht bekennen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen wird. Ja, das ist auch ein hartes Wort. Wenn Jesus als der Richter kommen wird, dann wird er sich nicht bekennen zu denen, die sich geschämt haben, in diesem irdischen Leben sich Jesus für Jesus zu bekennen und zu seiner Botschaft. Also das ist ganz entscheidend wichtig, mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, ohne Angst, mit dem Vertrauen und dem Mut, den Jesus uns schenkt, als Christ zu leben und auch bereit zu sein, das Kreuz auf sich zu nehmen, bereit zu sein, Leid auf sich zu nehmen und dann in solchen Situationen auch bereit zu sein, sich ganz klipp und klar zu Jesus zu bekennen. An anderer Stelle sagt Jesus mal, wenn ihr in solche Situationen kommt, dann braucht ihr keine Angst zu haben. Dann wird euch der Geist Gottes die Worte eingeben, die Kraft, den Mut geben, mich zu bekennen. Ja, im Jahr 1000 nach Christus, 186 Jahre nach dem Tod Karls des Großen, öffneten Beamte des Kaisers Otto nochmals sein Grab. Ihnen bot sich ein außergewöhnlicher Anblick. Inmitten all der Kostbarkeiten, die ihm mit ins Grab gegeben worden waren, das waren Gold, Juwelen, unbezahlbare Schätze, war das Skelett Karls des Großen, das noch immer auf seinem Thron saß und seine Krone trug. Auf seinem Schoß lag eine Bibel und ein knochiger Finger zeigte auf Markus 8, 36. Nämlich, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Gibt es etwas Wertvolleres als die Seele? Schon sehr eindrücklich, muss ich sagen. Ich frage mich, welche Antwort wohl der Kaiser Karl der Große damals darauf gegeben hat. Und ich frage mich, welche Antwort du darauf gibst und geben wirst vielleicht. Ich kann jedenfalls nur nach meiner tiefsten Überzeugung und Erfahrung sagen, es lohnt sich, Jesus nachzufolgen, ihm das Steuer meines Lebens zu überlassen und schon jetzt im irdischen Leben trotz Widerständen, trotz Anfeindungen, trotz manchem Leid, das wir als Christen erleben müssen, dennoch daran festzuhalten. Und ich kann es eigentlich gar nicht erahnen, was es für die Zukunft bedeutet, wenn ich einmal vor Jesus stehen werde, wenn ich im himmlischen Reich sein werde, bei Gott angekommen bin, was es dann noch bedeutet. Aber Gottes Wort sagt uns, es wird fantastisch sein. Es wird unvorstellbar schön sein und dafür lohnt sich in diesem Leben alles zu geben. Zu wissen, wer Jesus ist, zu erkennen, zu wissen, wozu er gekommen ist und von ganzem Herzen mit allen Konsequenzen ihm nachzufolgen und ihm unser Leben anzuvertrauen. Amen.